Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Oh Gott, ich hab so fiesen Dünsch. Oh, gibt's nicht irgendwas Bekömmlicheres? Ich weiß nicht. Hallihallo, liebe Freunde. Es gibt bekömmliche Nachrichten aus dem Inselwald. Ich bin's wieder, Kyle Uluglak. Und wir waren an Muschelstrand Ost, um nachzufragen. Naja, gut, hat sich rausgestellt. Es gibt einen super Sack am Menschen, den man super zu leckeren Sachen zubereiten kann. Dieser Sack ist gefüllt mit Sehnen, Ei und gutem komischem Schmalz, der super lecker schmeckt. Manche sondern diesen Schmalz einmal täglich abends vor dem Schlafengehen ab und wir haben gelernt, ihn zu sammeln und zu Durchfall zu verarbeiten. Kommen Sie vorbei am Muschelstrand Ost. Wir sind ein traditionelles Sackkoch-Familienunternehmen und hier schmeckt es einfach am besten. Hier ist Tradition noch großgeschrieben. Okay, danke schön, Muschelstrand Ost. Ich fahre nach Hause und ich kündige Kyle Uluglak von den Muschelstrand News. Okay, also ist jetzt es wirklich ist super wichtig, Mensch das auch neue Tradition. Ding. Ja, Mensch, das ist ein Ding. Es ist wichtig, Tradition zu erwähnen. Wie sehe ich aus? Ich habe eine komplette Knochenrüstung gebastelt. Uiuiui, das ist ja super hot. Bin ich hot Knochenmann? Die sieht schon gut aus, ja. Aber die geht auch ins Knochengeld, oder nicht? Die geht, ja, Seile vor allen Dingen. Du brauchst viele Seile und Knochengeld. Aber 4 Knochen sind ein Ding. 40 Knochen kriegst du super schnell zusammen. Das ist die neue Währung jetzt bei den Kannibalen. Ne? 40 Knochen kriegst du schnell zusammen, schmeißt dir 2 so komische gegrillte Ottos irgendwie und dann... Aber jetzt sind keine Ottos mehr da, jetzt sind die irgendwie weg. Ja, aber der Ständer ist doch auch noch voll, oder nicht? Aber die geht auch bestimmt schnell kaputt, oder? So eine Knochenrüstung, oder ist die, denkst du, die ist buff? Keine Ahnung. Jetzt sind wir ja voll im Kannibalen-Modus, weißt du? Wir essen sie, wir tragen sie. Wir tragen sie, ja. Es wird einfach immer krasser. Es gibt gar keine Grenzen hier in dem Spiel. Das ist eigentlich voll der perverse Kram, den wir da machen. Das ist richtig perverser Kram. Das Spiel kennt... Das ist du. Und wir sind ja erst 3 Tage wow, hier. Wow, was ist jetzt passiert? Ach, das Gestell ist umgefallen. Warum? Hast du dagegen geschlagen? Ja, weil irgendwann ist einfach hier... Das ist Weilchen weg. Gestell hast. Und man kann ich jetzt aber da... Ach, guck mal, ich kann auch Crack unterwegs mitnehmen. Wie, ich hab Crack to go. Greg, du ach so, hast du dir den da reingepackt? Ja, ich hab den jetzt in meiner Tasche. So, wir müssen hier runter, wo wir abgestürzt sind, also quasi zum Feuerchen. Wo sind denn das Fallen? Unser neues Ding. Ja, wir wandern jetzt los. Können wir beim nächsten Mal machen. Für Tiere. Ach so, okay, warte. Ich wollte nur gucken, einfacher Schlitten. Ich wollte ja gucken, wo diese... Weil wir müssen in Dat Cave. In Dat Cave? Ist auch schon Stärke 12? Was ist denn Maximum? Boah, hier gibt's Tote auf dem... Nee, ich hab Stärke 8, ich hab nicht so viel geschleppt. Bist du rübergeschwommen? Ja, da gibt's Tote. Mal gucken, was da so ist. Da werde ich mir wieder ein Baumhaus mit einer Seilrutsche bauen. Die Festung der Einsamkeit, ne? Ja, eben. Die Hassfestung. Die Hassfestung, wo ich meine Schweinereien abziehe. Alter, Greg to go gibt's auch jetzt, ne? Jetzt habe ich Greg to go, jetzt kann ich einen Kessel aufstellen, hitzen wir den, weißt du, und dann schön lecker Greg. Hier waren ja Lecker, Lappen Lecker. Und Särge. Ja, Lappen und Särge, das ist eine Band. Okay, ja. Lappen wir sind und Lappen Särge. Und Särge. Wir sind Lappen und Särge. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach auf die Biene. Auf die Bühne. Auf die Biene. Holt einfach die Biene da drüben an. So eine Biene im Glas. Total verwirrt und kaputt. Wird angeschrien von irgendwelchen Rockern. Was ist das hier? Spiel ja, ja, Ding Dong. Spiel ich Aja Ding Dong. Aja Sum Sum. Das ist ein Mini-Teich. Schön den Greg-Suit rausholen. Passt mir an die Sum Sum. Oh, da geht's, glaube ich, richtig ab jetzt gleich. Was machst du denn im Sum Sum Tal? Guck mal da unten. Oh, guck mal, die kommen jetzt auch schon raus. Die haben uns gesehen in der Ferne. Oh, er zeigt auf dich. Der kennt mich anscheinend. Der weiß von seiner Schwester und mir. Hast du das gelaufen? Da gebe ich ihm erstmal einen Freundschaftscocktail. Also es war Ferienlager, das ist alles erlaubt. Das Feuer fühlt sich für ihn recht freundschaftlich an. Der find's geil, ne? Guck mal dir an. Vorsicht, hinter dir, Mann mit einer Blätterrüstung. Uff, der sieht auch richtig böse aus. Es war ein Mann in einer Blätterrüstung. Er hat sich überlegt, ich bleib hier einfach liegen.
Eieiei, Moment mal, seit wann brennt denn das so heftig? Oh boy, this escalated quickly. Also jetzt mal im Ernst. Baum. Brennt der Baum? Ja, ja. Brennt der so Baum? Das ist eine Molotow-Nummer irgendwie. Irgendwie ist das, ich wollte das gar nicht so krass. Und halt ein bisschen mit dem Feuer rumgeblödelt und dann irgendwie ist der Wald weg gewesen. Seitdem spielen wir The Ash und nicht The Forest. Soll ich eine Granate reinwerfen? Alter, er knallt die ab. Boah, Alter, ich hab den richtig... was mit dem? Ist so ein ganz bleicher Bruder irgendwie. Bleichbart. Bleichbart, ja, der Braune. Bleichbart, der Braune. Können wir die hier verbrennen? Hä? Der ist total weggeschwabbelt. Captain Munch gibt's hier. Ich will immer wieder so ein Lager überfallen. Ne? Oh, guck mal hier, was ist das denn? Der hat einen Traum irgendwie vom Skaten. Alter, guck mal, hast du gesehen? Guck mal hier. Du kannst die Krüge zerschlagen. Und da ist hier so ein Crank ja, so drin. Ja, das ist doch so ein Kaugummi drin. So. Das ist doch der Familienkaugummi. Hier, zack. Familienkaugummi. Schöner Kamillebruder. Da ist noch Kamille da, ey. Ist noch Kamille da. Hey, lass uns Horrorfilm-Night machen. Will noch einer irgendwas? Ich geh noch mal in die Küche. Hast du Kamille da? Kamille? Oh, ich hab Bock schon auf so ein... Hagebutte geht auch. Also, ey, Stefan, alles mit dir in Ordnung? Alter, was ist das da unten? Warte, stopp! Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich baller das erstmal weg. Oh, das kam auch direkt auf lass gemeinsam Zug. Reinstechen. Das ist irgendein fetter Vogel. Vielleicht ein Adler oder ein Falk oder so. Drei, siehst du ihn? Ja. 3, 2, 1, go. Die zwei Köpfe haben. Oh, weil ich da weggeballert habe. Wo ist der Kopf? Hier. Adlerkopf. Oh ja, nice. Er ist eben, wir sollen ja hier für Artensterben sorgen, auch für ordentliches. Guck mal, das sieht schon ganz gut aus. Kann er damit Leute einschüchtern? Hättest du Angst, wenn jemand mit einem Adlerkopf auf dich zurennt? Weiß ich, kommt auf die Situation an. Mit einem Blut, also er ist blutverschmiert. Das ist ein Fremder, aus dem, rennt aus einfach dem Wald, auf dich. Weißt du, gehst jetzt irgendwie mit dem Hund spazieren, stehst am Waldrand, kommt ein Typ raus, blutverschmiert mit einem Adlerkopf. Ja, ich würde erstmal weggehen. Ich würde ihm Kamille anbieten. Ich würde ihm schöne Kamille anbieten. Schönen Sud. Kamille Sud, ne, ein bisschen aufgespritzt. Sud ist einfach so ein geiles Wort, ne? Kamille Sud. Ein geiles Wort. Was gab's bei euch gestern? Ja, wir haben uns schon mit Heilung irgendwie verbunden. Boah, Kacke. Sud ist was Heilendes. Hier sind Rehe. Hol die Knarre raus. Alter, wow! Ja, also, hier. Warte, bis wir doppelt stechen können. Guck mal, das zappelt noch, das ist geil, das hat noch so richtig, das zuckt noch, ich hab's nicht wirklich getötet. Jetzt, ja, reinstechen. Jetzt ist es tot. Doppelstich. Alter, guck mal, das Leder ist sogar, also die Haut war bei mir durchlöchert. Die hat Einschusslöcher gehabt. Ist die nicht so gut, wenn man die mit der Knarre erledigt? Nee. Tierhaut ist Tierhaut. Das ist Mutter Waschbär. Boah. Geil, Mann. Mach richtig Bock. Alter, was denn hier passiert? Was ist das denn für eine Höhle? Kenn ich auch gar nicht. Guck mal, die quält sich auch noch ab. Guck. Ja. Das überlege ich gerade. Jetzt ist sie weg. Ja. Ist auch Waschbär oder hast du gar nicht so Bock drauf? Wieso? Ich hab doch schon einen Waschbär. Ich hatte doch meinen eigenen hier. Ach so, du hast auch einen weggeholt. Du kannst ja immer nur einen Kopf mitnehmen von jeder Sorte. Was ist das für eine Höhle? Waren wir da schon mal drin? Lass mal reingehen. Keine Ahnung. Und hier wohnt doch Jiminy. Jiminy Bucket? Hey. Jiminy Bucket. Jiminy Bucket. Der Wanderzirkusmitarbeiter. Jiminy Bucket. Zirkusvoll. Hä? Eine Hallo? Hände. Ach, da ist hier so ein Erzieher mit einer Bande Kinder. Ja, ganz so. Gruppe so, irgendwie. Hier, der Waldkindergarten Apfelbirne Anus. Der Waldkindergarten. Das ist auch, wir haben ja auch so einen Waldkindergarten in der Nähe, ne? Da
dass da Leute Aufstand gemacht haben, anstatt die Leute einfach machen zu lassen. Wieso? Waldkindergarten ist doch cool. Ja, aber, ne? Gab dann, ne, da muss man vorgehen, und, ne, also, einfach um was zu meckern zu haben, lass doch die Leute in den Waldkindergarten machen, und wer Bock hat, schickt sein Kind in den Waldkindergarten, und wer es nicht will, macht's halt nicht. Ne, aber das dann... Rückweg? Wahrscheinlich. Dass sich da Leute immer einmischen müssen und ihren Senf dazugeben, so, ich bin viel schlauer als ihr und ich weiß, dass sowas gar nicht gut ist für die Entwicklung. Und der andere sagt, wieso denn nicht? Ist doch egal. Das ist ein Waldkindergarten ja schlecht für die Entwicklung. Ja, keiner, gibt halt diese, du weißt doch, es gibt diese Menschen. Was ist, dann werden die ständig krank, weil das Wetter ist draußen kalt. Da werden sie eher nicht krank. Ja, aber du, aber, ne? Es muss irgendwas diskutiert werden. Das ist das Thema. Darum geht es eigentlich. Es ist völlig egal, was. Du könntest jetzt sagen, wir schenken jedem Bürger $1 Million hier, der in dem Ort wohnt. Dann würden die auch meckern und sagen, ja, nee, nicht sein. Eine Million. Nur, ja, erstmal und jetzt gibt mit Inflation und Geldentwicklung, ja, so ist ja eh nichts mehr wert. Kannst du gleich behalten. Mit, ja, genau, genau. Dann, die Leute gibt es mit wie? Nur 1 Million? Dann wird es die Leute geben, die sagen, das haben die sich gar nicht verdient. Ne? Also die anderen haben es nicht verdient. Gebt mir lieber 5 und dafür 4 anderen Leuten nichts. Das ist das... Ach so, nee, hier waren wir schon mal. Das sind doch ja, hier waren wir schon mal. Wir waren ja auch in der Höhle schon, aber wir hatten noch nicht die Weitsicht. Ich muss mir erstmal hier so ein bisschen Galak essen. Oder ich esse einfach ein bisschen Crack. Oh nee, das mache ich in der Höhle, gibt's Crack. Irgendwo da im Wald wird irgendwie jemand geschlagen. Soll ich Crack mitbringen? Nur ein bisschen Kamille. Für mich ein bisschen Kamille, sonst nichts. Ruf mal Thorsten an, der kommt noch. Der soll mal Kamille mitbringen. Ein Kamillebär. Kamillemenbär. Frag mal Ben Kamillemenbär. Kamillemenbär, der alte Kamillemenbär. Aber hast du gehört, stirbt er bald aus, ne? Die haben den Käse so hochgezüchtet, diese Schimmelkulturen, die du brauchst. Und früher hatte Camembert dann irgendwie mehrere Farben, weil du verschiedene Schimmel genutzt hast und so wegen der Fortpflanzung von diesem Pilz. Und jetzt haben die den so kaputt gezüchtet für diesen weißen Camembert, dass die Leute, weil die Leute nur noch diesen weißen kaufen oder verkaufen in der Produktion, weil der weiße halt eher gekauft wird, weil er nicht so ungesund aussieht. Und jetzt stirbt dieser Schimmelpilz aus, der kann sich nicht mehr fortpflanzen. Oh nein. Und jetzt gibt's in Frankreich eine Riesenkrise, weil halt dieser Schimmel so kaputt gezüchtet wurde, dass er sich nicht mehr fortpflanzt und immer weniger Sporen produziert, um sich halt fortzupflanzen und dadurch immer weniger wird so. Also langfristig ist es... Die Franzosen lieben Schimmel. Ja, und langfristig haben wir wieder mal es geschafft, auch... Etwas selbst, auszurotten. ...selbst Pilz zu zerstören. Weißt du, so, es ist unglaublich, was wir alles schaffen. Weil wow, wir ey, jetzt schon wieder dieses scheiß Selben. Ich meine, wenn er schmeckt, wenn ich jetzt Camembert esse, ich esse ja keinen... Aber würde ich Camembert essen, würde ich jetzt sagen, oh, ich bin Camembert-Fan, dann wäre es mir doch egal, ob der jetzt grün oder blau ist, weil darum geht es ja gar nicht eben? Im Endeffekt. Um Camembert. Ich habe irgendwie Mesh-Starters oder irgend sowas. Hä? Was ist das? Okay, jetzt ist es weg. Ich habe irgend so eine Konsole da oben gefunden mit irgendwelchen Mesh-Starters. Oh, da hat er wieder... ich kenne diese Konsolen. Ah, wurde ein bisschen abgemasht. Ja, die Daten haben wir schon, die Satellitendaten, weil wir waren schon drin. Wie, wir waren hier schon drin und gehen nochmal rein? Ja, das war die Höhle. Ja, wir sind ja dann zurück, weil wir gesagt haben, nee, bringt ja nichts, wir haben ja noch gar nichts. Keine Pillen, keine Waffen, nichts. Das war die, wo wir direkt gespawnt sind, die Kamillehöhle. Ah, da wo du dir so ein paar Finger mitgenommen hast zum Snacken. Snackfinger. Warte, ich mach mir mal ganz kurz hier, ich brauche nämlich... Brauch ganz Fleisch oder was? Ich hab super viel Fleisch in der Tasche. Ich könnte auch noch ein bisschen was drauflegen hier. Kannst du nicht mehr drauflegen, weil du im Menü bist, Mann. nein, nicht essen! Oh Gott! Jetzt krieg ich Bazillen oder so. Nö, ging sogar. Na ja, klar. Ein paar Starterbakterien sind immer gut. Ich hier an Fleisch hab, Junge. Ich ernähre mich nur von Zucker und Crack. Das ist so mein Ding. Ich hau mir direkt ein bisschen was auf den Kessel und schlabber das halt rein, ne? Ja, ne? So ein bisschen Kamillebärfleisch. Ey, das riecht sich so, das geht so schön, das ist so phonetisch, weißt du, so... Das Kamillemillebär. Guck mal, einer ist schon durch hier. Das war das Firstfleisch, nimm dir auch noch 2 mit, oder was? Oder 3, oder weiß ich nicht. Das rottet das eh wieder davon, ne? Ja, die Seite hier, sobald die Seite hier durch ist, so, hier...
Ja. Das nehme ich auch noch mit. Das esse ich direkt. Ja, ja, ich weiß. Ich direkt runter. Ich fahre auch nämlich direkt. Direkt einen schön runterkauen. Ja, schön einen kauen lassen. Ah, voll angenehm. Aber wo ist meine Milchquelle eigentlich denn jetzt? Meine Milchquelle? Meine Milchquelle? Das habe ich eben verstanden. Wo ist meine Milchquelle hin? Mein Gausen to go. Hast du schon diesen Film gesehen? The House that Jack Built? Nee. Alter, das ist ja wirklich... Also da... Die Leute, goldene Handschuhe habe ich auch gesehen, ne? Und dachte mir so, ja, ne? Ja, fand ich jetzt nicht so krass. Aber The House that Craig Built ist ja ein Film, der sogar in Amerika... Jack Built ist ja ein Film, der sogar in Amerika zensiert ist. Und bei uns Uncut erscheinen durfte. Da sind Szenen dabei mit einer Perversion dahinter, auch gegen Kinder und alles, wo ich nur gedacht habe, uff, leck mich am Ärmel. Lars von Trier geht gegen jegliche Komfortzone. Muss mal gucken, richtig verstörend. Nee, aber das ist nicht der mit den... Der baut ein Haus aus Leichen. Ach so, nee, ich habe einen Film gesehen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Der ist auch nicht so super. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino war oder ob das so ein reiner Cannes-Filmfestival-Film war. Wirkt es so ein bisschen so. Da kriegen Kinder irgendwie so telepathische Fähigkeiten. Und dann passiert da irgendwie so ein Unfall und die sprechen dann irgendwie nicht darüber. Und dann werden die irgendwie voll aggressiv und fangen dann an, so ein bisschen durchzudrehen dann mit ihren Fähigkeiten. Und Alter, der war richtig... Alter! Da war auch richtig übles Zeug mit drin, wo ich mir gedacht habe, Spickeling! Ich bin down, ne? Fingernev, ach so, sag das. Da brauche ich schon Kinder klare... Kinder des Korns klingt das so ein bisschen. Nein, das ist irgend so ein schwedischer Techno-Kollektivfilm von so Leuten in Aluminiumanzügen. Ich bin schon wieder down, ey. Kommst gar nicht zum Heilen, wenn die da erstmal am Wüten sind. Mach mich erstmal ein bisschen crack. Naschen. Ich habe ihm hinten hier alles rum. Oh, Pillen. Achilles habe ich ihn hinten reingeschnitten. Ah, Mist, ich stich rein. Ich bin am. Okay. Ich bin richtig am Schmatzen. Bei so einem Lootrausch. Ich schlapp jetzt erstmal einen kräftigen Schluck. Crack. Dann Pillen. That's the combo. Hier ist irgendwo Mucke. So. Nee, aber den habe ich nicht gesehen, aber The das Innocence. Mit dem Haus. The Innocence heißt der. Ach so, mit so einem Plattenbau, ne? Ja. Ja, doch, jetzt wo du es sagst. Der ist von Eskil Vogts oder. The Innocence heißt der. Ich fand den sehr verstörend. Weil da halt auch dieses typische so mit, dass da Gewalt an mit Kindern und an Kindern und ne und so richtig gnadenlose Darstellung auch und so. Ja, es sind halt die Europäer, ne? Besonders die Schweden und so, das ist richtig gnadenlos. Der war schon krass. Aber empfehlenswert. Also, ein guter Film. Gute Darsteller, ich fand den schön. Also, nicht schön im Sinne von schön, sondern guter Film halt einfach. Na, muss jetzt nur noch Jack reinziehen. Matt Dillon spielt Jack. Oh. Ja gut, aber wir bauen uns ja auch dann hier ein Haus aus Leichen mit Greg. Mit Suppen-Greg. Ja, wir machen halt genau das. Da gibt es halt auch so Szenen, wo halt richtig ultra derbe sind. Und wieso ich darauf gekommen bin, da gibt es auch eine Szene... Ach stimmt, hier bei der Taser. Da gibt es auch eine Szene mit einer Brust. Mit einer weiblichen Brust. Und da macht er sich halt einen Geldbeutel draus. Das ist richtig abartig. Richtig abartig. Und wie das halt inszeniert ist, so heftig. Und der geht damit auch bezahlen. Und holt da sein Brüstchen raus. Brustbeutel, mal anders definiert. War die Hülle da zu Ende, oder was? Ja. Aber irgendwo gab es noch Abzweigungen. Guck, hier geht's nochmal rum. Stimmt. Warte, öffnen ich mach mal Sie hier. Das? Ich nehme hier den Latex. Boah, hier geht's sogar runter. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Na gut, haben sie vielleicht ein bisschen neu inszeniert. Schwedisches Techno-Kollektiv, ne? Ah, die Schweden halt. Da gibt's nur Rock, also Metal und Techno. Aber dann so abgespaceder Techno.
Und immer im Kollektiv. Wird nie. Und immer mit viel Hass. Und Greg. Suppen, Greg. Ei, 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 ei. Boah, hier geht's auch runter. Was gibt's da drüben? Geht's da wieder hoch? Ich hab voll Hunger. Ich weiß nicht, ob ich Suppe machen soll heute. Aber ich kann nicht, weil ich nicht einkaufen gehen kann. Hier geht's auch lang. Oh Gott, wie riesig ist das? Boah, ich muss. Alter, hier liegen 1000 Leute rum und hier ist. Boah. Ach, hier ist das E-Kreuz. Ah. Das war aber früher woanders. Doch, ich glaube, das war früher. War das nicht früher in so einer kleinen mit dem Seil runter? Hier kann man was zerschlagen. Nee, nee, das war auch in irgendeinem etwas größeren Ding. War das nicht die Höhle, wo man den Taucheranzug bekommt? Nee, hier geht's runter. Ja, hier musst du aber tauchen, oder? Bist du da Wasser? Nee. Hier ist Goldkram. Ist Goldkram? Ach, hier ist dieses Muschelstück. Der Muschelstück. Aber da war aber das Kreuz nicht. Das Kreuz war in einer einzelnen eigenen Höhle. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das Kreuz haben wir, glaube ich, in einer eigenen Höhle gefunden. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Camp Schwengel, yo. Ah, hier geht's sogar. Warte. Eben ging's jetzt. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten. Ich kann es nicht aufspannen. Kannst du es aufspannen? Brauche ich einen Stock, ne? Da brauche ich einen Stockolog. Kannst du nicht aufspannen. Mama, ich muss nochmal neu hin. Ja, wo war es? Hier oben. So, und jetzt muss eigentlich auch in Ecke stecken. Ha, huh, geht hier drin nicht. Also ich habe doch gerade aufgespannt, aber dann ist es verschwunden. Du hast aufgespannt, aber nochmal. Du hast es irgendwie weggenommen. Hier, guck. Ich mach hier. Sich aufspannen. Ich mach hier so eine Spannung rein, dann geht's. Gut, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö. Goldene Höhle.